heute hier bei unserem Fachkongress Forschung im Bevölkerungsschutz im WCCB, im ehemaligen Plenarsaal der Bundesregierung in der Bundesstadt Bonn. Und ich freue mich, dass wir heute hier sein können zu diesem wichtigen Ereignis, weil dieses Ereignis uns erstmals die Möglichkeit verschafft, durch einen Kongress die Community aus Forschung, also aus Wissenschaft, aus Politik, und am Ende auch der Praxis gut zusammenzubringen, um miteinander gute wissenschaftliche Themen zu entwickeln, die den Bevölkerungsschutz in Deutschland weiterbringen sollen. Viele Teilnehmende, wir hätten gar nicht mit so einem Zuspruch am Anfang gerechnet. Wir hätten die Kapazität noch weitaus mehr erhöhen können. Irgendwann mussten wir leider sagen, wir müssen einen Strich machen unter die Anmeldelisten. Die Nachfrage ist enorm. Man sieht jetzt schon die ganzen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der unterschiedlichsten Disziplinen, die sich schon austauschen zu allen möglichen Themen des Bevölkerungsschutzes. Das zeigt uns, so eine Art von Tagung hat im deutschsprachigen Raum bisher gefehlt. Nach 3 Jahren, in denen man sich nur sehr wenig treffen konnte, war es natürlich toll, wieder einen großen Kongress besuchen zu können und die gesamte Community wieder einmal zu treffen. Für die Weiterentwicklung des deutschen Bevölkerungsschutzes ist Forschung natürlich ein unerlässlicher Baustein und dafür brauchen wir solche Events, in denen man sich gegenseitig kennenlernen kann, um Synergien zwischen den Forschungsaktivitäten schaffen zu können. Das historische Ambiente des alten Plenarsaals hat natürlich für alle, die dort vorgetragen haben, etwas ganz Besonderes gehabt und ich glaube, der Fachkongress hat gerade diese Vernetzung, die wir im Bevölkerungsschutz alle benötigen, bei den vielen hochinnovativen Forschungsprojekten auch nachhaltig etwas Besonderes. Nun, der Fachkongress, der sich ja zum Ziel gesetzt hat, vornehmlich die Forschung im Bereich der Katastrophenvorsorge und der Katastrophennachsorge zu beleuchten mit allen Akteuren, denken Sie an die Politik, an die Verwaltung, denken Sie eben an die Wissenschaft und schließlich an die Praxis. Da ist es wichtig, dass diese Akteure verzahnt miteinander agieren und voneinander profitieren. Ich glaube, dass gerade auch im Bereich der Sicherheitsforschung es extrem wichtig ist, dass man auch einen fachlichen Austausch, eine Plattform hat. Man ist sonst in den Forschungsprojekten, in diesen Kollaborationsprojekten häufig in Konstellationen mit Anwendung, Lösungsanbieter, Forschung und so weiter, dann ist man relativ alleine mit der eigenen Expertise. Man tauscht sich aus und versucht, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Wenn es aber darum geht, wirklich fachlich auch mal sich auszutauschen, ist so ein Kongress einfach absolut notwendig. Und der Zuspruch zu dieser Konferenz zeigt es auch.